Ich war mal 84. Und echt jetzt? Passen aber top. Moin, ich bin Marvin aus dem E-Sports-Team und anlässlich des Release von FIFA 23, der jetzt ansteht, haben wir heute eine Kleinigkeit von euch, haben uns ein paar Gäste hier eingeladen, die jetzt erstmal ein paar Footkarten mit mir gemeinsam erraten werden. Da würde ich sagen, guckt euch das erstmal an. Ich würde sagen, ihr fangt dann als erstes an. 80 Tempo. Wow, das ist sehr viel. Das ist ganz krass. Das ist sehr viel. Ja, aber so wir Link 2. Wem von uns geben die 80 Tempo? Das kann doch Fabi sein. Ja. Könnte auch ich sein, ne? Ach, und sonst auch. Sorry, dass wir gerade einfach alle gelacht haben. Ja, aber ist ja FIFA, ne? Also. Ich gehe mit Fabi. 68, was hat er letztes Jahr gehabt? Der hat 69 gehabt. Wurde er gedowngraded? Er hat auf jeden Fall 69. Also das würde ihn auf jeden Fall nicht erfreuen, wenn er es ist. Weil er hat gestern noch irgendwie gesagt so, ja, dieses Jahr wird unbedingt eine 70. Ich glaube, er würde sich auch selber bei mehr als 80 Tempo sehen. Ja, packst dann Hunter drauf, hat er ein 90er Tempo, sehr zufrieden. Bisschen mehr Schießen auch. Ja, Fabi, ne? Ja, müssen wir noch nicht gehen. Sein, ja. Das weiß ich von beiden, das ist schon mal falsch. Oh, das weiß ich. Tempo. Ah! 80 Tempo. Wow. Zu wenig schießen, oder? Der hat heftigen Antritt, ne? Ja, ne, der ist schnell. Also, muss man sagen. Aber normal wissen die das bei FIFA nicht, dass so einer schnell ist. Ja, so. So, dann haben wir die zweite Karte. Diesmal fangen wir dann noch einen neuen Tipp abzugeben. Das könntest du sein, ne? Könnte ich sein, ja. Das ist so die Region Bronze, gerade in FIFA. So mehr oder minder gerade hoch U23. Doch wirklich, machen die meisten Spaß. Ich kenne das doch. FIFA hat 65, das ist er nicht. Ist ja noch so Bronze bei uns. Passend. Dribbling, guck mal, jetzt schon für Mittelfeldspieler. Dribbling, ja. Aber defensiv ist hoch. Das heißt, er muss ein Sechser sein. Wer ist denn da? Oder ein IV? Was ist der Bänger? Bänger kann es gut sein. Tempo wenig. Alles der Knall so ein bisschen. Wenig Schießen. Bänger? ZDM. Sollen wir Bänger nehmen? Ja. 63er Bänger. Ja. 63er Bänger. Diesmal, wir müssen irgendwie anders nehmen, das geht doch nicht. Entschuldigung. Kannst du einen Wolfi nehmen, ja? Ja, ich weiß es halt. Der hat 55 Tempo. Hat der Wahnsinn. Schießen 42, die Dinger gehen immer auf Platz 4. Was hat's denn letztes Jahr? Ich hab noch keine FIFA-Karte gehabt. Das ist ja das Ding. Deswegen freut er sich. Das ist echt ziemlich super Karte. Ja, aber wir können jetzt nicht, wir müssen ja mit Wolfi gehen. Aber das ist ja sicher falsch. Warum? Nee, nee, kann sein. Also 63 kann echt gut sein. ZM haben. Ja, die Frage ist, wen haben wir sonst? Ja. Wir können fürs Unentschieden gehen, ganz ehrlich. Ist ja euch überlassen. Bänger schon ein sexy Call. Aber wir sind Bänger auch. Aber wir können nicht immer das rechnen. Ja. Obwohl ich glaube, ja, wir nehmen erstmal Bänger, weil dann wird gleich vielleicht, wenn wir noch eher was anderes nehmen können. Ich glaube auch, dass ihr da alle richtig liegt. Ja. Ja. Das heißt, da haben wir die ersten Punkte für heute. ZDM, ne? ZDM, ja. Runde 3, dann seid ihr, glaube ich, jetzt wieder zuerst dran. Wow, 86 Tempo. Muss ja schon machen. Die sind dran, oder? Was? Die sind dran zuerst mit Therapie, ne? Ja, allein mit der Theorie, die du eben losgelassen hast. Ich wusste nicht, dass Fabi letztes Jahr 69 hat, aber er hat ein richtig gutes Jahr gespielt. Ja. Plus ja. Extremes Tempo, gute Physis. Aber 64 Schuss und 68 Dribbeln kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen bei Fabi, bin ich ganz ehrlich. 68 ist halt FIFA, ne? Ja, aber wenn die dem schon mehr Tempo und mehr Physis geben. Also ich weiß ja nicht, weißt du, was er letztes Jahr hatte? Es muss Fabi sein, ganz ehrlich. Ja, bei dem Tempo muss es Fabi sein. Es ist auch schwer, jemand anders jetzt. Ohne den also, ich denke mal, eine LF-Karte. Ja, aber der hat die ganze könnte Zeit. Könnte aber auch Ochi. Ja, Fiete. Aber. Obwohl, Fiete hätte vielleicht ich sagen, mehr ja. Schießen. Fabi oder eventuell Benny, aber nee. Benny. Warte mal, Pischler ist auch noch im Rennen. Nee. Aber dann ist. Dann ist Schießen höher, oder? Entscheidet ihr euch das mal. Ja, ist schlimm. Also ich würde immer noch für Holtby gehen mit dem Tempo, aber mehr sage ich nicht. Wir entscheiden uns für Fabi. Gibt's noch einen? Fabi, sagt ihr? Habt ihr es eingeloggt? Ist eingeloggt. Muss ja auch. Also ein bisschen tendiere ich auch da zu Ochi, ne?
Ja, aber mehr hätte mehr schießen, oder? Ja. Weil die übertreiben auch gerne. Also, okay. Wir haben deinen Sprint gesehen gegen Schonlau, denken, du hast 99er Pace. Und fühlst es sowieso, weil du mal kurz Dinge gemacht hast. Das war ja ein Prime-Spiel, ne? Das muss schon eigentlich farbig sein. Ja, glaube ich auch. Also, ja, wir haben von uns Idioten gegen die so 86 Tempo. Ja. Ja. Kommt ja niemand ran sonst. Aber Finn hat auch 80 als ZM. Machen wir auch, Fabi? Ja, ein bisschen. Aber das ist dann langweilig. Ja, das ist euer Entertainment. Das ist natürlich richtig. Aber es kommen ja noch welche. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es kommt von alleine. Jetzt höre ich mal nicht eigentlich sein. Nehmen Fabi, ja? Nehmen Fabi. Damit seid ihr alle richtig wieder. LM. 86 Tempo. Das dürfen wir aber nicht sagen. Das dürfen wir nicht sagen. Das ist super wild. Das liegt an uns. Ich muss eben noch ein bisschen langer, als du gesagt hast, dass wir über 70 haben. War das die Hälfte von deinem Story? Dann haben wir Nummer 4, dann seid ihr wieder als Erster an der Reihe. Da ist auch Physis dabei, ne? Kein Dribbling, ist schon mal Verteidiger. Ja. Def-Werte hoch. Tempo hoch. Timo Becker. Oh, sehr guter Call, ja. 76 Physis, also das muss schon ein Brocken sein, ne? 68er Karte. Boah, ich bin Timo Becker schon gut. Meinst du? Ja, ja. Timo Becker, sollen wir einloggen? Ja, wir nehmen Timo Becker. Schuss. Nehmen Timo Becker. Simon Lorenz ist für mich noch die einzige theoretische Option, aber. Commander? Oh, oh. Oh. Auch gut. Aber es ist auch echt einfach sehr wenig Schuss. Ja. Aber wenn der jetzt als Innenverteidiger 6 ist, der wird doch über 70 ja. Defense haben, oder? Eigentlich schon. Und bessere Passwerte. Commander auch so. Lass den Namen, Kell. Dribbling wird stimmen, ja. Ja, aber mit den Wetterleuchten, die ihr da immer online spielt. Ja, also du kannst das aus Erfahrung sagen, ne? Becker? Ja, eher Becker. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass das auch wieder, ja, wieder ja, korrekt. Ich bin wieder ein Punkt für beide Teams. So machen, ne? Gut, das ist, glaube ich, dann jetzt ja die letzte Runde, die fünfte, wo man noch das Gesamtrating sieht. 150 Füße. Deswegen. Gucken wir mal. Das bin ich. Das ist ein Allrounder, ne? Der kann nicht verteidigen. Nee, Offensivspieler, oder? Ich glaube, wenn ich sage, wer es ist, dann sage ich. Ja, stimmt. Ja, ihr seid dran. Ja, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Finn Bartels sein muss. Gut, Call. Aber ich habe letztens nachgeguckt, der hatte 74. Hat er einen 3 Downgrade bekommen? Ich weiß ja nicht, was die letzte. 3 runter für Finn Bartels. Ich weiß ja nur, dass wenn du mal unser Mittelwert anguckst, was Gesamtwerte angeht, muss das einer sein, der ein höheres Standing hat, ja, wie Finn Bartels, der hohes Dribbling hat, ja, wenig Physis hat, also laut FIFA. Weil das ist schon überdurchschnittlich hohes Dribbling. Und das ist ja, kann es nicht sein, denke ich. Ochi, lockt ja ein, ja. Ochi, wenn die auch mehr Physis gehen. Ja, dann wird es ja nicht 49, obwohl manchmal denke ich auch, genau sein, ne? Ja, dann haben wir noch ein Mittelfeld. Wie du sagst, ich glaube, der hatte echt eine 74. In 3 runter wäre schon hart. Ja, wäre geistkrank. Also es ist ein MF, ne? Ich glaube schon. Wenig defensiv, oder? Ja, aber die auch selbst oft so 8er und so, den geben sie auch nicht so oft, so viel. Ah, ich denke, ich sehe wen. Wen haben wir noch im Mittelfeld? Wer spielt denn noch? Schulle? Oh. Hat der so viel schießen? Als zentraler Defensive? Der hat letztes Jahr Box-to-Box gespielt, hat auch einige Tore gemacht. Hat er zu wenig Physis, oder? Als zentraler Mittelfeld? Wen habt ihr genommen, sorry? Von Bartels haben wir genommen. Bartels? Oh, ist ein guter Kopf. Sehr gut. Hat er noch so viel Dribbling? Ich? Aber da passen die Defensiv-Sets dann nicht. Ja, aber die machen die nicht. Die denken, Physis? 49 Physis gibst du dir selber? Ja. Eigentlich nicht, aber es ist FIFA. Da hat Busquets gleich Physis wie Ronaldo. Ja, stimmt. Sorry, FIFA. Also ich würde echt sagen, also die liegen mit ihrem Bartels richtig gut. Ja. Ja. Ich würde mich aber auch da einstufen. Aber ich kriege kein Upgrade. Ich kriege nicht von 70 um 71. Habe ich 72? Ich glaube, du hattest 72. Dann kommen wir mich. Mal was sicher? Anderes. Ja, wir nehmen einfach mal. Aber du kommst doch noch. Meinst du? Ich glaube schon, ja. Ja, aber lass die doch mal führen. Nimm mal dich. Wollen wir dich nehmen? Ja, komm. Okay, wir loggen. Dann haben wir diesmal auf jeden Fall das erste Mal, dass es nur einen Punkt gibt. Nice. Ja. Das war tatsächlich auch ziemlich gut hergeleitet, würde ich sagen.
6. Ja, es muss ein Stürmer sein, ne? Defensiv gar nichts, Physis. Der kann nicht passen, der kann gut schießen. Dribbeln ist auch nicht schlecht. Benny Pichler muss es sein eigentlich. Ne? Tempo. Füße ist auch gut. Otschi oder Pichi? Soll man Pichi nehmen? Ja, ich will Pichi. Pichi. Weil bis auf das Tempo sieht die Karte halt auch echt ähnlich aus wie meine Karte im letzten Jahr. Nur dass ich halt immer 69 Tempo bekommen habe. Ehrlich? Ja. Was Stürmer? Ja. Pichler? Ja. 68er Pichler. Stimme oder auch? Ich sag's gut. Pichler. 69 sag ich so. Ja? Ja. Ich sag Pichler. Ja. Was sagt ihr? 69? 68er Pichler. Ich würde 69 sagen. Ja. Ich glaube. Nee, ich glaube 67. Ich glaube Pichler ist auf jeden Fall korrekt, ja. Und es ist 69. Ich glaube. Oh. 81er Tempo. Kein Schuss. Gar kein Schuss. Gar keinen mehr. Boah, das muss ein Mittelfeldspieler sein. Ja. Aber defensiver, oder? Boah, aber 81 Tempo bei uns in der Gruppe. Ausverteidiger. Was ist denn das für eine Karte? Ich höre nicht auf dich jetzt. Das ist ganz komische Karte. Viel Dribbling, wenig Schuss. Boah, viel Tempo, was ist das für eine Karte? Wen haben wir denn da noch? Julius? Nein, da wird nicht so viel Tempo bekommen. Was hat der letzte ein paar Tore gemacht, wenn dann wird er mehr Schuss bekommen. Ja, wer Jubel? Ja. Was ist mit Schulle jetzt? 81 Tempo. 81 Tempo. Okay. Ja, wer soll sonst 81 Tempo haben? Ich komme nicht drauf. Der Schuss, also der Schusswert ja. Macht das richtig schnell. Das ist ganz komisch. Stell dir vor, jetzt ist einfach einer von uns. Das ist richtig. Das wäre respektlos, der Schuss. Einer von euch respektlos. Vielleicht ist es ein Außenverteidiger, den haben wir denn noch? Wollen wir mit Corby gehen? Ja. Ja? Corby kann ein richtig guter Call sein. Ne? War der 81 Tempo? Kann ein richtig guter Call sein. War so schnell früher rum. Ich dachte, er ist wegen dem Tempo Marvin Opus oder so vielleicht. Ja, so, Jule hat glaube ich auch so einen 70er Wert, ne? Jule hat einen 70er Wert, glaube ich. Vielleicht 69. Und der hat Champions League gespielt. So, da kriegt er noch mal ein bisschen besser. Und der spielt seit Jahren FIFA, ne? Der hat immer die 99er Karten. Ja, eingedübelt, gecheckt und alles noch. Und Team of the Week und Haare extra gemacht. Und schon ein sehr guter Call von denen. Boah, 61 defensiv, Corby. RAV, was haben die als RAV gemacht? Ja, er wurde ja eher Schiene gespielt. Brauchen nicht so viel defensiv. Ja. Dann hätte er mehr Schuss. Vielleicht denken sie auch, Schulle ist mega schnell. Die kennen den gar nicht. Kann ich schießen? Ja, stimmt, ne? Ja, komm, mach du lockst ein. Das ist immer eine geisteskrank komische Karte. Das ist wirklich. Diese Werte gehen so weit auseinander. Wollen wir einfach Korb mitgehen? Ja. Ja, Korb. Seid ihr leider beide falsch. Ich wäre auch im Leben nicht drauf gekommen. Ich hab doch gesagt, dass man... Der Silberkörn? Ja, ich hab's doch gehört. Boah, Komochi, das ist deine Karte. Endlich. Da fühlst du es aber auch richtig. Hast du schießen? Ja. Angelockt. Ja, das ist auf jeden Fall Innenverteidiger. Ganz klar. 56 Tempo. Nicht respektlos gemacht. Könnte auch Hauke Wahl sein. Oh, ja. Yeah. Hoher Physiswert. Hoher Physis, hoher Defensivwert. Doch, hab ich nie gedacht. Dribbeln auch so für seine Spieleröffnung. Passen? Ja, eigentlich wenig. Schießen? Also auf jeden Fall ein IV, ne? Ich hab erst an Palli gedacht. Simon Lorenz? Der hat mehr Tempo, oder? Hauke hat immer weniger Tempo. Ja. Ich glaube, der war im 40er Bereich. Ach was? War schon sehr wenig, glaube ich immer. Palli? Okay. Aber ist der nicht als ZDM gelistet? Kann der trotzdem sein, oder? Kann sein, ne? Hohe Physis? Ja. Viel Defensive? Ja. Ja, dann machen wir das doch. Komm, ja. Palli Erlers. Aber passend ist zu schwach für. Simon Lorenz. Simon Lorenz. Okay. Simon, Marco. So, Marco. 56 Tempo. Was haben wir jetzt gesagt? Lorenz. Boah, lock mal. Gebe ich auch nicht weiter. Commander, Marco. Ich glaube, da sind leider alle falsch. Das war ja. Ja, tatsächlich. Doch, Wahl. Oh mein Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid. Alles oben.
Und ich lasse mich noch von dem Mann nicht wie ein 40er Tag. Haben wir mal wieder eine Bronzekarte in der nächsten Runde hier? 26. Ja. Ihr fangt an, ne? Wir haben gerade angefangen. Ja. 26 defensiv. Die Frage, wir wissen. Ich verteile sie ja gar nicht. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher von den jüngeren Spielen aus der zweiten. Wer ist denn da alles dabei? Carrera, Wolf. Ist ein Niklas Niehoff zum Beispiel dabei? Ja. Ist auch dabei. Der müsste auch gelistet sein. Aber ich weiß nicht, Urbus kommt von Köln so. Der kommt halt aus der Bundesliga. Ich weiß nicht, ob der dann so einen als Offensivspieler so einen schlechten Schuss bekommt. 50 Schuss ist auch schon sehr wenig. Also eine Bronzekarte ist schon unter 60, ne? Unter 65. Ja. Bis 64 alles. Urbus. Ich kann mir nicht den Meer denken. Ja. Alles klar. Ja, kann gut sein, ne? Ja. Tempo, Dribbling, Flügelspieler, Urbus. Ja? Ja, wenig die Urbus. Haben diesmal wieder zweimal dieselbe Antwort. Ja, und die ist auch korrekt. So, dann haben wir jetzt die letzte Runde. Ihr seid noch einen vor, also ihr habt noch die Chance auszugleichen zumindest. Schulterschuss. Das kann ich, wer von euch hier zuerst dran ist tatsächlich. Ich glaube, seid ihr zuerst dran, ja. Schulter. 69 Tempo passt. Ja. ZDM. Ja. Damit kann ich schießen. Ja. Ah, passend ist zu wenig für einen Mittelfeldspieler. Innenverteidiger. Ja, ist ein Innenverteidiger. Jetzt. Oder Commander. Der ist schnell, ne? Commander schnell, das haben sie bestimmt im Rating drin. Ja, komm, mach mal Commander. Marco Commander. Ja. Den wollten wir tatsächlich auch gehen. Das habe ich tatsächlich auch von links gehört. Das ist kein Bestätigung. Gut, um spannend zu machen, gehen wir mit Simon los. Ja. Ne? Ich glaube, das kann sogar ganz gut sein. Ach, Scheiße. Ja, komm, die Blockade. Ja, da gibt es tatsächlich noch den Ausgleich. Ne? So, ich würde sagen, beide Teams haben mir auf jeden Fall gut geraten, deswegen haben wir am Ende ein gerechtes Unentschieden, würde ich sagen. Relativ viele Karten erkannt, mehr als ich vielleicht am Anfang gedacht hätte. Vielen Dank fürs Zuschauen.